Hey ho, ich bin ein Kotogo und mein Name ist Demo und damit herzlich willkommen zu Part 2 meines Demo Fursuit Making-Offs. Ja, im heutigen Part geht es so ein bisschen um die Schaumstoffparts bzw. die Degraded Legs und ja, die Feetpaws, die Handpaws, insgesamt alles andere, was noch aus Schaumstoff gefertigt werden musste. Ich kann jetzt schon mal vorab sagen, im Hintergrund seht ihr gerade so ein bisschen. Ja, die Try-and-Error-Versuche, wie ich halt einfach versuche, aus dem Schaumstoff die Beine zu formen. Wir haben uns natürlich, ich war in der Zeit auch immer noch mit Eule zusammen am Bauen, also wir haben beide quasi parallel an unseren Beinen gebaut und uns dazu Tutorials angesehen. Und eins kann ich euch sagen, es war mein erster Versuch, ich hatte halt keine Ahnung und auch trotz Tutorials, es hat sich komisch angefühlt und mittlerweile weiß ich auch, dass diese Methode, deswegen steht auch nirgendwo in diesem Video-Tutorial, die Methode war nicht gut, dass man quasi, also kurz gesagt, kurzer Spoiler schon mal, in dem ganzen Video baue ich halt zwei Beinpatterns, einmal für die Oberschenkel, einmal für die Unterschenkel und natürlich das beim ersten Versuch komplett symmetrisch hinzukriegen als Anfänger, also als Fursuit-Anfänger, naja, es ist so gut wie unmöglich. Keine Ahnung, man hat ewig, ewig lange mit der E-Schere daran gearbeitet. Ja, ich habe mir extra auf Amazon, ich glaube für 25 € so eine elektrische Schere gekauft. Eigentlich so eine Fleischschere mit so zwei Klingen, die so ein bisschen wie so eine Kettensäge. Ich glaube, da hat man sie gerade kurz gesehen. Ja, durch den Schaumstoff schneiden. Wir hatten einmal 5 cm Schaumstoff und 10 cm dicken Schaumstoff. Jeweils immer 2 Meter mal 1,50. Echt gigantisch groß. Deswegen hatten wir halt auch, selbst wenn uns was nicht gefallen hätte, hätten wir es auch ohne größere Probleme nochmal neu machen können, weil wir einfach Tonnen an Schaumstoff hatten. Ja, und natürlich die ganzen Parts dann heiß geklebert. Als Methode haben wir meistens ja, erstmal 2D die grobe Beinform auf den Schaumstoff gemalt, das Ganze in mehreren Schichten ausgeschnitten, übereinander geklebt und dann von da aus abwärts geformt und versucht, das rund zu machen. Es hat ewig gedauert. In meinem Zimmer ist Teppich. Der Teppich war danach einfach komplett versaut, weil diese kleinen, es bilden sich so kleine Mikroschaumstoff, ja, Partikel oder Fusseln. Also bis heute sind die noch nicht wirklich rausgesaugt. Das ist ein Riesenchaos und das nächste Mal werde ich es wahrscheinlich auch irgendwo in einem anderen Raum machen, wo kein Teppich ist. Kann ich euch allen nur empfehlen, wenn ihr Schaumstoff schneidet, macht das entweder auf dem Tisch, wo ihr später gut absaugen könnt, oder auf, keine Ahnung, Laminat, Steinboden. Auf jeden Fall macht es nicht auf Teppich. Macht es auf keinen Fall auf Teppich. Ja, die Füße sind gigantisch. Ich meine, sie passen zum Fullsuit. Ihr habt ihn ja eben am Anfang gesehen, also die Größe passt. Aber ich muss echt zugeben, also als ich diese ja, Feetpaws das erstmal angezogen habe, man kann einfach nicht gut darin stehen, weil die Beine so weit auseinander stehen, weil diese Füße, sie sind so gigantisch. Und ich kann euch auch sagen, damit kann man keine Treppen vernünftig hochgehen. Also nur so seitlich wie so eine Krabbe. Das ist immer ein bisschen komisch. Aber naja, im Groben und Ganzen, also für den ersten Versuch bin ich zufrieden. Ich weiß aber auch schon bei meinem zweiten Fursuit, dass ich es definitiv anders machen werde und dass ich auch mittlerweile weiß, wie man Sachen symmetrisch hinkriegt. Das wusste ich da noch nicht, aber für den ersten Versuch ganz nett. Ja, wir haben bei dem Schaumstoff auch darauf geachtet, dass er, ja, er war so ziemlich der härteste, den man dort bestellen konnte. Ich werde wahrscheinlich irgendwann später noch in die Videobeschreibung schreiben, wo wir ihn bestellt haben und was für einen Härtegrad er hatte. Für meinen nächsten First Hit werde ich wahrscheinlich einen etwas weicheren nehmen, weil meine Güte, der Schaumstoff war sehr, sehr solide, also auch wenn man ihn zusammendrückt, er ist wie ein Stein gefühlt, trotzdem aber sehr weich. Aber ich muss auch schon mal sagen, dass diese Polster, die wir dort gemacht haben, die Bewegung darin ist nicht so gut, weil er halt so extrem fest ist. Also wenn ihr Kissen in euren Beinen habt oder so, habt ihr sehr viel mehr Bewegungsfreiheit. Aber naja, es war der erste Versuch, wir haben uns viele Tutorials angesehen. Ich finde auch, ja, keine Ahnung, es hätte auch schlechter gehen können. Ich war in dem Moment, als ich es dort gebaut habe, mega zufrieden. Vor allen Dingen, weil es schneller ging als gedacht. Ich glaube, rund 6 oder 7 Tage haben wir daran rumgeschnitzt. Stimmt, für die Feinheiten haben wir dann jeweils immer eine Schere genommen, um die Rundungen halt, ich sag jetzt mal in Klammern, perfekt zu machen. Wirklich perfekt kriegt man es halt nie hin, weil immer, wenn ihr was abschneidet, bilden sich quasi auch wieder ein paar Ecken und Kanten. Aber das Schöne ist ja, das Fell verzeiht das, wenn ihr, sobald ihr das Fell drüber zieht, also kleinere Dellen werden nicht gesehen, aber größere natürlich schon. Deswegen sollte man schon ein bisschen darauf achten, dass man
versucht, so rund wie möglich zu schneiden. Ja, Digilegs. Es ist nicht ganz einfach, da den perfekten Winkel zu finden. Wir haben sehr viel mit ans Bein anlegen, gucken, wie es von der Seite aussieht, wie man hier gerade sieht. Wir haben sehr viel halt so nebenbei geguckt, das passt. Hier sieht man übrigens gerade, wie ich noch nebenbei ein Bild gemalt habe, weil, ja, ich weiß nicht, irgendwann war die Motivation ein bisschen down und da hatte ich auch nicht so viel Lust, weiterzumachen, weil es ging halt auch langsam ans Nähen und da hatte ich irgendwie auch ein bisschen Angst und deswegen habe ich lieber noch ein bisschen weiter rumgeschnibbelt an den Füßen und an den Beinen. Ja, bei vielem weiß ich auch nicht genau, was ich gemacht habe. Nach einem richtigen Plan habe ich irgendwie gar nicht geguckt oder gearbeitet. Ich habe einfach drauf losgeschnitzt, was an der Stelle auch einfach praktisch war. Wir hatten ja diese kleinen Köpfe schon mal im Voraus gebaut. Also ein bisschen kannte man sich mit dem Material aus, wie man damit arbeiten soll, aber es war trotzdem irgendwie noch... Es war schon schwierig, so plastisch zu arbeiten. Ich zeichne ja eher mehr. Das ist halt mehr 2D und nicht dreidimensional, aber... Mit dem Endergebnis war ich dann doch relativ zufrieden. Ihr seht auch, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade oder jetzt gleich anfangen werde, aber ich hatte auch noch den Plan, ein Hinternpolster zu machen und auch noch ein Brustpolster. Das habe ich aber dann doch später verworfen, weil der First Wit hat auch so gut gehalten und es sah irgendwie nicht ganz so gut aus. Aber naja... Ich hatte das halt bei einigen Fursuits gesehen, dass die auch noch so Brustpolster hatten und so, damit es halt besonders fluffy aussieht. Deswegen dachte ich mir, mache ich das auch. Habe ich dann aber weggelassen. Vielleicht mache ich es mal bei zukünftigen Suits. Ich weiß es nicht genau. Und ich kann auch jetzt schon mal sagen, die EVA-Platte, die ich unter den Fuß geklebt habe, die habe ich zuerst zurechtgeschnitten mit der Schere. Also mit der E-Schere, sah schrecklich aus. Hätte ich besser nicht machen sollen. Habe ich auch später abgelöst und es nochmal neu ausgeschnitten. Ja, das sind hier jetzt mein... Versuch eines Rücken. Ah ja, stimmt. Ich wollte ein Brustpolster machen, ein Hinternpolster und ein Rückenpolster. Ist halt alles nichts geworden, wurde alles verworfen. War quasi eigentlich nur Zeitverschwendung. Zeit, die ich gut hätte gebrauchen können. Denn wie der ein oder andere von euch weiß, habe ich ja diesen Fursuit, ich weiß nicht, einen Tag vor der EF fertig gekriegt. Aber ja, es war der erste Fursuit. Man hat sehr viel Try and Error gemacht. Und da mache ich scheinbar die Pause. Ja, da muss ich auch sagen, dass das ein bisschen Fail war, was ich dort ausprobiert habe. Ich meine, es war eine schöne Idee, mit dem Schaumstoff das so vorzuformen, die Paws. Und ja, ich weiß, es sieht nicht so krass wie so eine Paw aus, aber es liegt halt auch an seinen 5 Fingern. Und er hat ein bisschen affenähnliche Paws, das ist schon ganz richtig so. Da hatte ich mich an dem Tutorial von Sparky Can Do orientiert, wo sie gezeigt hat, wie man Puffy Paws machen kann. Ja, hat an sich... relativ gut geklappt, soweit so gut, aber letzten Endes waren das eigentlich nur Schaumstoffparts, die ich später beklebt habe, woraus ich dann später meine Patterns für die, ja, für die Handpaws hatte, das war's. Also die habe ich auch mittlerweile weggeschmissen, das war irgendwie auch schon wieder Zeitverschwendung. Sehr, sehr viel Zeitverschwendung, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, so viel ausprobieren zu können und durch die Menge an Schaumstoff konnte man halt auch gut Sachen nochmal abreißen, nochmal neu machen. Und was ich auch einfach lieber am Medium Schaumstoff, ihr könnt, wenn ihr was abgeschnitten habt, kann man es mit Heißkleber auch ganz gut wieder dran kleben. Man sollte natürlich nicht zu viel Heißklebern, weil das Material härter macht und nicht mehr so flexibel, aber man hat halt sehr viele Freiheiten. Das habe ich sehr genossen. Ja, ein bisschen Test tragen immer wieder. Also die Hände haben sich sehr, sehr schwierig angefühlt. Also das Greifen war so gut wie fast unmöglich. Ja, die Beine, wie schon gesagt, man muss mit diesen riesen Feedpaws einfach ziemlich breitbeinig stehen. Und das ist auf Dauer im Fursuit ganz schön anstrengend. Aber in dem Moment natürlich überglücklich, Kopf war fertig, Handpaws waren fertig, die Füße waren fertig und die Beine, die ich da jetzt aber nicht tragen kann, weil sie so natürlich nicht halten würden. Aber ja, nach, ich glaube, 7 oder 8 Tagen, 5 Stunden, war dann alles fertig geschnitzt. Ich muss auch immer noch sagen, dass ich einfach am stolzesten auf den Kopf bin. Den finde ich immer noch wunderschön. Aber die Beine würde ich empfehlen, aus Kissen zu machen, also Kissen herzustellen. Aber es ist relativ symmetrisch. Naja, wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im Fellpart-Video wieder. Ciao, ciao!